Moin Moin und herzlich willkommen zu Daisy Standalone. Ich bin der Mutz. Und er ist der Juppie. Der Super Juppie. Mein Gott, ey, jedes Mal, wenn du hier eine Ansage brüllen willst, das letzte Mal beschwerst du dich noch hier. Ich ich hab jetzt halt drauf gewartet. Ich hab voll drauf gewartet, ey. Sag schön Hallo. Hast du richtig Hallo? Ja, schön moin. Nee, 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 nee. Mein Näschen juckt. Ich glaube. Warte, ich kratz, warte, ich kratz. Ja, warte. Oh, warte. Also ich muss mit Alter, hast du gesagt, ne? Läuft. So, ein bisschen rumgepopelt. Komm. Wir haben uns voll hart vorbereitet. So richtig. Also erstmal, das erste, was super wichtig ist. Ich weiß noch nicht. Ich muss glaube ich mal einen Sound wieder ein bisschen lauter machen. Jetzt ist irgendwie, heute ist wieder leise. Boah! Warte mal, Effekte ist auch noch nicht hier. Als allererstes natürlich, ich habe das Mikrofon mal von meinem Fernseher runtergenommen. Mir ist das Ständer irgendwie ein Stück runtergeklappt, ja, deswegen gab es in den letzten drei Folgen so ein bisschen basslastige Töne. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Ich habe versucht, das zu fixen, also die Audiospur von der Aufnahme. Das ging aber nicht. Ja. Das Ding ist, ich habe hier, wenn ich mit dem Ellbogen mit dem Knochen auf, oh, ich wollte es nicht nochmal machen, aber ich habe es jetzt gerade getan, wenn ich mit dem Ellbogen auf den Tisch rumrutsche hier, ja, oder auf der Tastatur rumhack, ja, dann gibt's da irgendwie, dann findet das Mikro nicht so gut, wenn da direkt Kontakt ist zwischen Ständer und Fernseher. Keine Boah, er hat Ständer gesagt. Ahnung. Ich habe schon guten Titel. Rumpopeln am Ständer. Das läuft, erste Folge ist gesichert. So, das nächste, was wir uns vorbereitet haben, wir sind hier erstmal voll Explorer, ne? Wir sind jetzt hier voll unterwegs nach, wir sammeln jetzt noch was haben wir denn gesagt? Quatsch, ne? Nach Quatsch sind wir jetzt unterwegs. Und zwar deswegen, es gab noch gar keinen Patch. Wer hätte es gedacht? Sauerei, gell? Ich habe mich entweder nicht verlesen oder ich habe mich vertan, weil heute kam irgendwie nochmal ein 3-Patch raus, Kann ich sehen. wovon ich aber nichts wusste, irgendwie war ich der Meinung. Halt die Fresse. Und ich weiß, ich habe vorhin bei irgendeinem Entwickler, war ich von bei DayZ auf Twitter gewesen, und da stand jetzt, der kommt am Freitag. Das bedeutet, wir haben heute Mittwoch. Wir nehmen jetzt irgendwie 3, 4 Folgen auf, dass wir dann auf jeden Fall zum Patch nochmal neu von vorne quasi aufnehmen, ja, dass wir auf jeden Fall dann auf den aktuellen Stand sind. Und wir laufen jetzt schon mal in Richtung. Quasi in eine Richtung von zwei Orten, die beim Patch jetzt was abbekommen. Und zwar soll nach meinem Wissen, was momentan irgendwie in dem Beta-Patch Notes, wie auch immer drinne stand, soll Olscha und Kahelm irgendwie ein Update kriegen. Was genau, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden da zwei Steine umgesetzt oder so. Aber das werden wir dann sehen. Wir bewegen uns jetzt Richtung Grotzno. Und dann in Richtung Krasnostav, beziehungsweise werden wir vielleicht nochmal Black Mountain vorbeischauen. Einfach mal so, weil wir es können. Ja, wie immer, irgendwie nicht aggressiv, sondern sehr mullig halt. Kontakt, bam, 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 bam. Sag das jetzt nicht so, ich mach sowas gar nicht. Nein, nein. Gut, davon ist Kontakt. Wo? Leute, echt, ohne Bleib Witz. schon in der Hand und gezielt. Ich versuche, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich was sage, dann versuche ich das zumindest umzusetzen. Ne? Und ich war jetzt in den letzten Tagen viel am Stream, habe auch der Sie gestreamt und da spiele ich halt auf dem Hardcore-Server. Ja? So, die anderen Menschen wollen nicht mit mir reden. Die wollen nicht mit mir spielen. Nein, wollen die Ton sehen. Ich meine, gut, das eine war eine Militärbase, ja, da war halt Kontakt halt drauf, beziehungsweise ein Kollege, mit dem ich zusammengespielt habe, der hat den Kontakt in den Busch gesucht. Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon erzählt, oder? Ich glaube ja. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall Tod und Verfall, ja. So, dann spawnst du als Frischling, bist die ganze Zeit irgendwie dumm umgenetzt, ja. Und dann bist du irgendwann mal aus dem Spawnbereich raus und dann kriegst du da eine Fresse, weil sich da eigentlich Leute einkämpfen. Also, die Leute wollen gar nicht DayZ spielen, die wollen halt einfach nur töten. Einfach nur töten. Nichtsdestotrotz, ich hoffe ja immer noch, dass uns jetzt hier, wir sind auf einem recht vollen Server, wir versuchen jetzt einfach mal laufen, ne, unseren Weg halt, wie ich gerade gesagt habe, wo wir hingehen. Und dann schauen wir erstmal irgendwie, ob wir irgendwas sehen oder treffen, keine Ahnung. Also wir laufen natürlich jetzt schon in ein recht heißes Gebiet rein.
Aber ob da jetzt wirklich einer ist, das weiß man ja sowieso nie. Und ich bin momentan einfach irgendwie dafür, dass wir so weiter spielen, wie wir spielen, weil das halt, ich finde es am geilsten. Halt rumlaufen, sich bewegen auf der Map, neuen Loot finden, neue Sachen entdecken, und dann auf zufälligen Kontakt treffen. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht so erzwungen, sprich Elektro-Campen, Ferno-Campen. Ja, wir hätten das ja jetzt letztes Mal halt total übertragen können. Wir hätten ja letztes Mal auch wieder zurück nach Elektro gehen können. Nur da wären wir auf jeden Fall gestorben und dann hätte man überlegen müssen, was man macht. Ob man wieder von vorne lootet und das auch zeigt oder ob man, keine Ahnung, sich erst vorne lootet und dann das zeigt. Und das ist ja Blödsinn. Also in meinen Augen ist das Blödsinn. Natürlich gehört das auch zu einem Spiel zu, aber das nur weil das andere so spielen, muss ich es ja nicht so spielen. Ja, klar. Vor allem die zwei Charaktere hier kriegen ja schon. Uiuiuiui. Wie viele Folgen haben wir jetzt? 60? Nee, so weit sind wir noch nicht. Also ich habe, glaube ich, heute ist aktuell rausgekommen, glaube ich, 45. Also okay. Müsste das jetzt 46 sein. Trotzdem leben sie schon lange genug. Na ja, gut, die leben ja nicht die ganzen Folgen jetzt. Die sind ja schon mal gestorben zwischendurch. Ja, du. Den Reset hatten wir auch. Und so. Reset? Und gestorben bist du? Nee. Ich sterbe nicht. Nein, ich sterbe ja nicht. Bist zu blöd, eine Burgmauer hinunter zu laufen. Ach, das haben wir ja nicht gezeigt. Das ist ja gelogen. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht wahr. Nicht? Nein. Ich glaube, dann habe ich das geträumt, oder? Du träumst von mir? Ich glaube, wir können hier schon irgendwie abbiegen, weil da vorne müssen wir eh auf die Bahn. Abbiegen, also Blinker setzen? Ja. Blink du mal. Ich laufe schon mal. Ist klar. Ich glaube, wir wollen den eh gleich wieder zurück, den Weg hier, und dann können wir Abknicker machen. Ein Abknicker. Also zweimal nach rechts schießen heißt rechts abbiegen, zweimal nach links schießen heißt links abbiegen, ja? Und wenn ich den Kopf schieße, habe ich warm den gerne, weißt du? Ja. Ja. Du bist ein Eierlacke, ey. Ich hab ja gehört, hübsch, ein neues Häuschen. Guck mal hier ein Zuhause für mich. In so einem Ding war ich noch nie drin, also ich kann mir jetzt nur die Beine brechen. Schlimmer kann es gar nicht werden, aber kein Loot drin. Hab ich Morphin dabei? Ich weiß gar nicht. Ne? Ich bin doch da höchst professionell hoch und runter gegangen, Mensch. Ach so. Ich hätte sein können, du ahmst Mark ganz groß nach. Ich kann mal reingehen und dann essen, nom, wenn ich ein wildes Tier wäre. Mann, ey. Also bis eben gerade, ich habe da Fragen gestellt in den letzten Videos, das mag mich keiner. Es schreibt keiner Kommentare. Ja. Euer Problem, dann müsste der jetzt durch, ne? Ja, dann müssen sie halt jetzt angucken, was geboten wird. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hättet ihr jetzt gesagt, ihr würdet das jetzt. Gut, jetzt war auch jetzt kein Patch da, ihr habt jetzt nochmal 3 Tage länger Zeit, aber zu den letzten Patch nutzt irgendwie, was euch da gefallen tut von so, ne? Ja. Ich weiß das nicht. Ich hab nichts gelesen. Nix, gar nix. Nö. Aber weißt du was heute, gestern, also gut, für euch gestern, für Yuppie gestern und für mich auch gestern, aber heute halt auch noch und ich hatte dir das gestern ja gepostet, ja? Ich habe ja den in der quasi vorletzten Folge hatte ich ja von dem Dizzy geschnackt, ne? Ja. Und den hatte ich halt gestern ja aufgeklärt, wie du weißt, und für die Zuschauer halt auch, den hatte ich halt gestern aufgeklärt, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe, halt im Video halt über ihn gesprochen und verlinkt und bla. Und hatte ihm das jetzt mitgeteilt, dass das so ist. Guck mal, ein Kali. Guten Tag. Oh mein Gott. Auf jeden Fall hatte das, was er gestern geschrieben hat, war ja halt so gewesen, dass er das halt voll cool findet und dass er das unterstützen will und dass wir demnächst auf jeden Fall auch was zusammen machen werden. Ob das jetzt nur ein Stream ist oder halt eine Aufnahme, das müssen wir mal gucken. Das muss ich mit ihm mal beschnacken. Naja, und die ersten Auswirkungen hat man dann ja gestern schon gesehen, irgendwie direkt, denn es sind halt schon 2-3 Leute mit auf dem Stream gewesen. In den Social Medien, also Facebook und Twitter, also gerade Twitter werde ich verfolgt. Verfolgt, oh mein Gott. Und im Stream-Chat, ich bin da halt fast jeden Tag momentan drin und guck halt während des Schneidens, Machens, Tuns, Aufräumen, Yuppie verärgern über WhatsApp, gucke ich halt dieses Stream-Test über und ist halt immer sehr witzig da.
Und die Jungs wissen halt jetzt, also die Stammjungs von ihm halt, ne? Die wissen, wer ich bin. Und gestern Abend beim Amazon, da hatte ich im Stream, hatte ich mit zwei Leuten auch direkt Kontakt gehabt. Also dann eine irgendwie ein Real-Life-Kollege und einer irgendwie auch ein Mob von ihm. Und die wussten gleich, was Phase ist. Oh mein Gott, da kommt der Mund. Ja, genau Das so. Das ist voll die geile Situation. Pass auf, wir sind Diamanten abbauen gegangen. Also wir waren erst zusammen Salz abbauen gewesen. Und dann waren wir Diamanten abbauen gegangen, um auszuprobieren, was das bringt und so, ne? Und dann sind wir haben wir die Mehmets irgendwie nach einer Stunde endlich mal voll gehabt. Und sind dann losgefahren und dann sind wir da auf dem Server bei denen losgefahren. Und schätze ich stand da irgendwie quer über die Straße auf so Landweg halt noch. Stand ein Dings. Hier, so ein Strider, ja? Ja. Und der erste LKW ist halt vorbeigefahren. Ich war in der Mitte gewesen. Ich hatte keine Ahnung, 70, 80 Sachen drauf gehabt. Und plötzlich steht da halt ein Typ auf der Straße, der am Rumballern war. Und in dem Moment habe ich halt damit gedacht, dass es ein Überfall ist. Ja? Hab den Typ halt anvisiert. Und wollte ihn mal mit meinem Helmet besuchen. Du weißt, was ich halt mache mit bösen Leuten, ja? Nur irgendwie 2, 3 Sekunden später, also springt der Typ halt in sein Auto rein, ist halt entkommen, sag ich mal in Anführungszeichen. Ist losgefahren und hat die Sirene angeschmissen. Ich so, was? Zum Kopf? Uiuiui. So, dann bin ich halt angehalten, weil der halt mich haben wollte. Auf jeden Fall. Er wollte, glaube ich, alle drei haben, aber mich in dem Moment auf jeden Fall. Und die beiden anderen Latten, die sind halt einfach abgehauen. Die haben halt gedacht, das ist ein Überfall oder so, keine Ahnung. Und lassen mich da voll zurück, die Ja, ist Kameradenschweine. doch aber nicht normal, dass ein Kopf da am Anfang erstmal rumballert fleißig. Nee, der hat den ersten LKW beschossen mit seinem Taser oder was dann hatte. Der Ding hat mit dem Taser geschossen halt, ne? Weil der halt gar nicht reagiert hatte. Und ich hab. Oh ja, ich taser einen LKW. Naja, wenn du vorne durch die Scheibe schießt, dann ist der ja Fahrer getasert. Nee, der LKW geht irgendwann Ach ja. an. Ja toll, so ein Helmet hat Panzerglas. Mal. Nee, durch Scheiben kannst du trotzdem schießen. Voll unlogisch. Und dann hatte ich die irgendwann mal eingeholt und dann habe ich denen mal klar gemacht, dass das so nicht geht, ne? Die Munde da einfach liegen lassen am Straßenrand. Jo, aber wir haben Angst gehabt und so. Und dachten wir, wenigstens wir kommen durch. Ich sage, ja, super. Da war aber trotzdem gut, da war echt witzig. Komm, Schilder! Ich mag Schilder! 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 Nee, da hinten sehe ich Häuser. Ja, das müsste jetzt Grotzno sein. Ja, ist Grotzno, habe ich gesagt. Hier sind die blauen gelben Häuser interessieren dich jetzt schon gar nicht mehr, ne? Was? Blau-gelb? Ja. Ja, das eine Mal machst du mich da völlig rund, weil ich das nicht, ne? Nein, Und so so. wollte nicht. Wie jetzt? Ist auch blau-gelb. Ist zwar nichts drin, aber ist blau-gelb. Was ich meine, aber größer. Größer! Ist denn da hinten? Mal gucken, ob hier irgendwie. Wir gehen jetzt erstmal sehr zuversichtlich ran, dass wir hier nicht gleich in den Ärger kriegen. Also ich zumindest. Wenn hier einer frech wird, dann zeige ich ihm, wo der Hammer hängt. Verdammte Axt. Munition! Apfel! Kali oder was? Kali, ja, Kali, nichts mehr Kali. Kali weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn unser Status? Wir brauchen ja irgendwie. Noch ein Kali. Ah, siehst du, ich muss essen und trinken. Ich loot mal kurz den Laden hier und dann hau ich mir mal irgendwo in die Ecke und schlabonniere mal was. Wieder. Oh ja, ich bin auch wieder Da da. ist hier schon wieder. Das ist eine Woche her, wo ich das letzte Mal was gekriegt habe. Fett genug. Hey, ja, nicht in den Ton fräulein. Das Blauer. ist so ein neues Haus, was ich gemeint habe. Oh Gott, hier. das ist ein grüner Rucksack. Ja, ist doch schön für dich. Dann komme ich mal zu dir rein und esse mal bei dir mit. Denn dann erschießen sie dich und nicht mich. Hatte ich schon mal gesagt, dass Third Person voll anders ist irgendwie? Voll ungewohnt, gell? Ja. Hallo!
So, wollen wir mal nochmal machen hier. Haben wir auch lange schon nicht mehr gezeigt, wie das funktioniert. So, ihr nehmt jetzt hier diese Packung, rechts legt, essen. Nom nom nom. Weißt du, was ich gelesen habe, was im Patch kommen soll? Ich will jetzt noch nicht lügen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert und ob es wirklich so ist, aber wenn du jetzt essen tust, ist der so lange, bis die Dose leer ist. Also, du weißt, verstehst, was ich meine. Essen, ja, klar, ganz viel auf einmal. Aber, bitte? Das ist ja dann aber irgendwie super optimal, ne? Nee, du kannst das, glaube ich, unterbrechen. Achso. Ja, du kannst dann irgendwie sagen, ich glaube, du kannst, glaube ich, sagen, esse oder ess alles oder so, kannst du, glaube ich, sagen. Weil ich das richtig verstanden habe. Ich habe das ja selber noch nicht gesehen, aber so so stelle ich mir das gerade vor. Ich droppe mal meine Munitionskiste und so und wollen mal gucken, was da alles so drin ist. Oh. Oh. So viel Munition für die Musik. I like it. Ich habe hier ganz schön was zu fordern, ne? Also, ja. Ich habe gedacht, ich habe gar nichts mehr so viel. Das war dann im First-Person-Shooter, also First-Person-Mode, wie du uns halt. Oh, Muni ist auch voll. Was geht denn, ja? Ne, warte mal, da sind die ganzen Munition, kann ich ja mal rausnehmen da und 60er-Stacks machen. Gehört halt auch zum, ich hatte jetzt, glaube ich, die vorletzte Folge, habe ich Daisy Alltag genannt. Und das gehört halt auch vollkommen dazu, ne? Mosimoni, Mosimoni. Machen wir das Ding mal leer. Müssen wir jetzt hier einen 60er-Stack machen. Lord. Load. Da ist noch ein 60er-Stack. Load. Jetzt habe ich hier oben 60er-Stack, unten 14er-Stack. Dann mache ich hier nochmal Load. 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 Dass ich eben halt nicht nur Scheiße erzähle, sondern mal mein Spiel hier kommentiere, was ich mache, ja? Load. Oh, Gott. Ich mag dich auch nicht. Nom, 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 nom. So. Nee, warte mal, ich tu mal erstmal einen da, einer reicht. So, dann mach ich da lieber nochmal das hin. Irgendwie so Handschellen und so ein Blödsinn fehlen irgendwie. So, was sie so für Blödsinn machen. Blödsinn, ne? Ja. Ich hab einen Morphin-Stick hab ich noch. Ich hab noch Painkillers, ein Salinbag. Und Vitamine hab ich auch noch. Aber irgendwie fehlt da auch so ein bisschen. Irgendwas fehlt da. Energized und Healthy bin ich. Dann Hydrated noch kurz auffüllen. Und ein bisschen Wasser schlabbern. Munition ist sortiert. Ah, das geht ja ab, das ist ja der Wahnsinn. Also für euch YouTube-Gucker auf jeden Fall, guckt wirklich auf Facebook vorbei, denn ich werde da regelmäßig jetzt, vorher, bevor ich natürlich anschmeiße, den Stream eine Nachricht schreiben, wann ich halt loslege. Heute Abend zum Beispiel wird das halt sehr kurzfristig. Ich habe halt vorgenommen, mir heute Abend noch einen Stream nochmal anzumachen. Aber es wird halt sehr kurzfristig nicht so, wie ich das sonst gemacht habe. Irgendwie 18 Uhr schreibe ich hier, um 19 Uhr geht's los, sondern jetzt gibt's gleich eine Nachricht, hier geht los. Ja? On, live gehen und so. On, off, on, off, on, off, oh, läuft. Off, on. einfach nur mal so zur Info. Das lohnt sich. Und dann spielen wir halt Arma 3 und eben halt zwischendurch, wenn ich nicht komplett alleine bin, spiele ich auch Daisy. Alleine ist das halt, ist das Fummel-Scheiß, weißt du? Was ist denn hier mit der Sigapur? Ja, die Sigapur. Dann weiter! Da hätten sie noch Scheunen, ne? Also es lohnt sich definitiv, ne? Also. Ja, okay. Nämlich das Gelbe. Was mich gerade sehr freut, dass wir mal wieder einen Server haben mit Trivella hier. I like it. Betreibt man nicht, als ob es die letzten paar Male so aufgeregnet haben. Ja, tja. Ich glaube, letzte Aufnahme war auch schön Wetter, ne? Aber in der First Person habe ich halt immer Regen. Und da wurde die Aufnahme jetzt auf jeden Fall geregnet. Mit mäßig. Ja.
im Gasthaus. Ich komm hin. Wo hat man Flashlight? Wieder Rucksack. Das ist auch schön, dass das Server unten bleibt, ne? Also das will ich hier mit hängen gerade. Ich mag das. Hallo. Hallo. Ich höre Schritte. Hier voll für den Arsch. Ich höre Schritte. Was nur okay. Schritte, 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 Fuß, Tritter, Tritter. Von Super Yuppie. Hopp. Achso, meiner macht nicht hopp, oder was? Nein, deiner geht ganz langsam drüber. Schwere Eier. Ist aber schlimm, ne? In einer postapokalyptischen Welt eine Frau zu finden. Deswegen habe ich dich ja mitgenommen. Achso. Nicht du? Glaube nicht, nein. Ich bin euch so verkennst. Nee. Ich glaub, du weißt, wie sich ein Bajonett im Arsch anfühlt, hä? Dass du deine Stummelchen Bajonett nennst, ist sehr gut. Ist gut zu wissen. LOL. Wir haben eben schon festgestellt, also für euch jetzt muss man das ja einfach mal wissen. Du bist quasi gerade von der Arbeit gekommen, so völlig ja, erschöpft und down und weißt du, so wie man halt, wenn man einen schweren Tag hatte, ne? Wo bist du denn jetzt hin? In der Halle. Okay. Da hinten sind noch Häuser. Häuser, ganz viele Häuser. Ja, ich weiß. Aber ich sehe dich halt nicht. Ich bin gleich vorne wieder an der Straße. Jetzt vorne an der neuen Straße oder vorne an der alten Straße? Straße. Du und dein Kommunikationsfluss Richtung, ist wieder richtig gut. Richtung andere Häuser. Ja, das war doch die Fahrt, also eine neue Straße, also nicht die da, wo wir hergekommen sind. Nein, da wo weitergeht die Straße. Ja, das wollte ich nur wissen, dass ich das auch weiß und dann da hinkommen kann. Warum mal rumschießen, oder? Ja, okay. Ich weiß nicht, irgendwie, dann werde ich halt langsam, oder? Okay, wir konzentrieren uns. Siehst du mich? Nö. Okay, dann ist es gar nicht so schlimm, dass ich dich nicht sehe. Was man auf jeden Fall euch nochmal ans Herz legen sollte, sind die quasi, ich weiß gar nicht, welche Folgennummern das waren, aber die Folgen habe ich Paranoia und die Folge Teil meines Todes, ja. Wir haben in den letzten Tagen einen richtig guten Aufschwung an Views gehabt, gerade so die ganzen Berserker-Folgen und so. Dann hat es irgendwie nach Berserker verlassen, damals ist es dann so ganz gut zurückgegangen. Und gerade die Folgen, wo dann was passiert, wo Action ist, die hat irgendwie quasi keiner angeguckt. Und da, wo wir Hasen erschrecken, wo wir halt auch nur quatschen, wo nichts passiert, da ist wieder Vollgas drauf, ne? Ich hab das Ganze irgendwie noch nicht geschnallt, aber ich habe halt versucht, das zu verfolgen, also über Tage irgendwie zurückzuführen, ob da Wochenende ist oder so. Und ich glaube, das war halt Freitag und Samstag die Folge. Das bedeutet halt, die Jungs sind halt, ne, nicht da zum Gucken. Aber, so rein theoretisch. Ja, ist wahrscheinlich, dieses Survival ist, glaube ich, nur interessant. Nur rumlabern und Survival. Das machen wir jetzt auch. Neues Kanalkonzept. Einfach nur durch die Büsche laufen und survivalen. So. Kopka war ja das Ding, wo wir hergekommen sind. Und wir wollen jetzt zu Airbnb. Hä? Achso, ja gut, aber da sind wir ja quasi drinnen. Ja, Straßenschilder, Daisy. Läuft. Da stimmt irgendwas nicht, ne? Ja, irgendwie komplett nicht. Oh, Tuna! Wo bist du denn drinnen? Gasthaus. Okay, dann komme ich gerade an.
Hast dann Effekte wieder oben und so, dass man auch, dass du mal andere Leute hörst und nicht nur dich selber. Ja. Ich fand das schon krass. Ich weiß nicht, ob du die Videos angeguckt hast, gerade so Paranoia und so, ne? Da, wo ich halt Sachen höre, die du angeblich nicht gehört hast. Die waren halt klar hörbar, ja? Take the rice, hab ich. Take die Sardinen, hab ich. Okay, alles klar. Folge 25 Minuten lang. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin. Bewertet das Video, kommentiert das Video, also unten ins Video reinschreiben und so. Ne, ihr wisst, wie das geht. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also ne, das ist nur W und A und S und D. Na egal, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Daumen nach oben, Daumen unten oder zur Seite, wie ihr mögt, ja. Ansonsten Facebook und Twitter für weitere Informationen und Livestream-Ankündigungen, weil ich schaff's das momentan nicht immer alles auf YouTube hochzuladen, ja. Also da auf jeden Fall reingucken und Logi-Logi machen. Und wenn ihr wollt, lasst halt ein Abo da, ja? Wird halt schon sehr geil sein. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Ich sag schön tschüss und der Juppi vielleicht auch. Tschüss. Tschüssi, Juppi, super Juppi. Läuft.